Hallo, liebe Leute. 9 Wochen ist es her, dass wir den Spaltensteingarten angelegt haben. Heute mal ein kurzes Update, wie sich das Ganze bisher entwickelt hat. Etliches ist schon gut gewachsen, manches ist sogar schon wieder verblüht, so wie zum Teil die Lienzrose und der Enzian. Und manche Sachen, die wir von der Alm mitgebracht haben, müssen erst einmal richtig anwachsen. So ist ständig für Abwechslung gesorgt. Und ich glaube, unser Spaltensteingarten hat sich zu einem netten, bunten Blickfang entwickelt. Das war der kurze Überblick zum Spaltensteingarten. Ich sage euch danke fürs Schauen. Macht's gut, bleibt's gesund, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.